Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Train Simulator 2017 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zenges. Wir sind unterwegs auf der KBS 250, also zwischen Berlin und Leipzig und ja, fahren hier gerade wunderschön über die Strecke, sind noch einige Kilometer unterwegs, ist ein langes Szenario. Wir dürfen mit diesem Zug auch nur 160 fahren, obwohl hier mehr zugelassen ist eigentlich auf der Strecke. Aber es ist halt ein gemütlicher, historischer Bummelzug quasi. Hier sehen wir ihn nochmal, den Lufthansa Airport Express von Virtual Railroads. Sehr schön, ich finde das Design sehr schön. Ich mag die Lok, ich mag die Wagen. Wunderschön. Einfach nur schön. So, und die Strecke bis jetzt auch. Auch wenn hier und da etwas fehlte. Naja. Aber man fährt sich gut. Oder es fährt sich gut. Man fährt sich, das klingt komisch. Nein, es fährt sich gut. Und PZB scheint soweit auch zu funktionieren. LZB kann ich gerade nicht sagen, aber ich glaube, das Problem ist, was ich gesehen habe, weswegen ich auch das Karriereszenario von, also was mitgeliefert wird, eben bearbeitet habe und da diese 111 reingesetzt habe. Es ist einfach so, dass, glaube ich, das Problem ist, oder ich befürchte, dass das Problem ist, dass da die in Anführungsstrichen falsche Baureihe 101 ohne LZB und PZB und SIFA an Bord ist oder für das Szenario gedacht ist. Und deswegen ist das natürlich enttäuschend, weil die Strecke kann PZB und so. Aber wenn die Lok nicht kann, dann bringt das alles nichts. Und es sind halt nur Szenarien dabei mit der 101. Und das finde ich schade. Es ist, glaube ich, eins mit der 151 oder 2 oder so, aber ansonsten eigentlich nur 101. Sieht man auch jetzt schon wieder entgegenkommen. 101, Intercity. Gib ihm. Dann sehen wir hier 101 mit Güterzug. Dann sehen wir hier mal 143 mit Güterzug. Naja. Naja. Also generell ist es wirklich so, dass die 101 einfach auf dem deutschen Streckennetz natürlich allgegenwärtig ist, aber ich finde, im Train Simulator nimmt es so ein bisschen überhand. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Hier fehlt auch wieder ein Bahnsteig. Ich weiß jetzt nicht, ob der Fehler nur bei mir ist, aber da fehlt echt ein Bahnsteig. Irgendwie stört mich das. Irgendwie stört mich das immens. Ich weiß nicht, wer vielleicht die Strecke gerade auch mal gefahren ist oder schon mal gefahren ist, kann er mir vielleicht schreiben, ob es bei ihm anders war. Also wie gesagt, muss nochmal betonen, ich habe das Szenario geändert, ich habe andere Fahrzeuge eingesetzt. Wenn da irgendwas kaputt ist oder so, dann ist es meine Schuld wahrscheinlich. Aber dass ein Bahnsteig fehlt? Nö. Also, wer die Strecke schon mal gefahren ist, bitte in die Kommentare, ob es bei denen auch so war. Also, weil das ist schon ein auffälliger Fehler. Das ist schon ein auffälliger Fehler. Es kann natürlich auch sein, dass er so nicht geladen hat, warum auch immer, aber warum hat er der andere Bahnsteig geladen? Also ist ja nicht so schwierig, einen Bahnsteig zu laden. Also da gibt es ja komplexere Sachen als einen Bahnsteig. Wenn jetzt so ein Gebäude nicht laden würde, weil es, keine Ahnung, warum soll ein Gebäude nicht laden oder spät laden? Kann ich verstehen, aber ein Bahnsteig? Ich weiß es nicht. Überraschung, 101. Ein paar Baureihe 101 habe ich sogar schon ausgetauscht gegen 189 und noch was. Aber eben nicht alle. Gerade im Güterzugverkehr finde ich das immer ein bisschen störend. Da ist auch ein Bagger am Baggern. Schön. So, aber es ist schon eine längere Strecke. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange das Ganze ist. Können wir mal kurz, glaube ich, Leipzig HBF Ankunft 8:21 und wir haben jetzt eben 7:24. Das heißt, wir sind noch ein gutes Stück unterwegs. Ein ganz gutes Stück. Aber wir haben auch noch einen Halt irgendwo dann. Hier sind alle Bahnsteige da. Muss man vielleicht drauf achten.
Aber ich meine, so ein Bahnsteig, das fällt doch total auf. Also ich meine, wenn man Test fährt oder so. Deswegen weiß ich nicht, es kann wirklich sein, dass es einfach nur bei mir ein Fehler war jetzt. Eigentlich voll schön die Landschaft hier. Generell um Berlin herum gibt es so schöne Landschaften. Also Berlin ist auch schön, aber die Landschaften drumherum, oh schön. Landschaften so schön sind, weiß ich, weil ich mit dem Fernbus mal nach Berlin gefahren bin und kurz vor Berlin, schon noch ein paar gute Kilometer, aber war es eben so, dass da die Autobahn dicht war einfach. Und deswegen ist dann der Busfahrer auf die grandiose Idee gekommen, über Land zu fahren. Das war wirklich eine grandiose Idee. Also es war wahrscheinlich unterm Strich gar nicht mal so viel schneller, weil dann unter anderem vor uns ein Mähdrescher fuhr und so, aber sehr ländlich und schöne kleine Dörfer, so wie man es. Also da hätte man jetzt auch einfach die Autos wegnehmen können und einen Film drehen können, der im Stil des 19. Jahrhunderts sein soll. Wirklich so irgendwie in der Zeit hängen gebliebene Dörfer. Finde ich manchmal schön. Also ich meine, da drin wohnen ist eine andere Sache, weil da wahrscheinlich einfach nichts los ist, außer vielleicht, dass Bauer Heinrich irgendwie die dickste Kartoffel geerntet hat. Aber so mal irgendwie, ich weiß nicht, so, ich stelle mir das schön vor, so mal einen Monat zum Beispiel dann da zu sein, mal so ganz ruhig und weg von allem und ich weiß nicht, warum nicht? Huch, das wollte ich jetzt nicht wissen. So, wieder ein bisschen Leistung drauf. Mir recht überlege, also wenn ich eigentlich die 103 nehmen soll, dann könnten wir jetzt auf 200 fahren. Wobei, dann hätte ich immer Angst um die ganzen Leute, die da am Bahnsteig stehen. Weil mit 200 durch den Bahnhof knallen, das ist schon echt brutal. Das ist wirklich brutal. Aber das muss man sich schon trauen, sag ich mal. Aber das ist jetzt halt der Moment, wo ich mir vorstellen kann, ja, wahrscheinlich wird es so enden, dass bald vieles automatisch läuft. Weil es ist so wahnsinnig, wenn man sich vorstellt, was heutzutage schon mit Autopiloten geht oder so. Eigentlich braucht man hier echt kein Sitzen zu haben. Das ist traurig, das ist, womit ich nicht sagen will, dass es nicht komplett unanspruchsvoll ist oder so, ne? So anspruchslos. Man muss natürlich schon einiges erfüllen, man muss einiges wissen und gerade wenn etwas schief läuft, ist es sehr gut, einen Menschen, der sich damit auskennt, hier vorne sitzen zu haben. Aber im Normalbetrieb braucht man eigentlich keine Menschen mehr. Das ist so traurig eigentlich. Eigentlich ist es traurig. Aber wer weiß, wo das noch hinführt, wer weiß, was uns das bringen wird. Ich meine, generell bei jeder Sache ist das ja immer so, dass es irgendwie einfach auch eine wahnsinnige Schattenseite hat. Auf der anderen Seite, wenn man sich diese ganzen S-Bahn, U-Bahn anguckt, die automatisch fahren, ne? Das ist schon wahnsinnig. Und da kann man ja auch so kurze Abstände machen, weil eben die Computer permanent miteinander kommunizieren. Also siehe LZB, das ist ja schon quasi automatisch fahren. Oder ist möglich damit, wenn man dann mit AFB noch fährt, ne? Aber ich bin mal gespannt, wo das hingeht, weil wenn ich mir jetzt überlege, so nur um die Geschwindigkeit zu halten oder so, bräuchte man keinen Menschen. Und dann guckt man sich die Autos an, wo man schon dabei ist, mit Spurhalter, Assistenten und ich weiß nicht was zu arbeiten. Das ist schon wahnsinnig, das ist schon echt wahnsinnig. Auch wenn da natürlich manchmal noch was schief geht, weil es ist halt doch noch eine recht junge Technik, aber trotzdem ist man da auf einem ziemlich krassen Weg unterwegs. Ich weiß nicht, wohin das hinführt. Und ich bin echt, echt wirklich gespannt. Ja. So, und wir müssen mal langsam hier ein bisschen bremsen, sonst bringen wir die Lok ans Limit. Ich weiß gar nicht, dürfen die Wagen eigentlich mehr oder weniger? Ah, 160 dürfen sie auch. Exakt 160.
Das steht ja da immer schön drauf. So, dann fahren wir jetzt durch Zana, Gleis 1. Ein bisschen zu schneller Geschwindigkeit. Und wie es hinter Zana weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, euer Zengis.